Im folgenden Abschnitt schauen wir uns jetzt mal nach der ganzen Theorie zum ersten Mal richtigen Quellcode an und besprechen den Schritt für Schritt, was er tut und warum da was steht. Ich habe hier schon mal ein kleines Programm vorbereitet. Das erste, was auffällt, ist, dass manche Zeilen eingerückt sind. Diese Einrückung dient ausschließlich der Lesbarkeit und ist für den Compiler später völlig irrelevant. Mehr zum Thema Einrücken wird übrigens am Ende der Einleitung besprochen. Was man sich aber merken kann, ist, dass der Inhalt eines Blocks immer eingerückt werden sollte. Und woran erkenne ich einen Block? Zum Beispiel hieran. Hier öffnen sich die geschweiften Klammern und Notepad++ zeigt auch schon an, dass hier die entsprechende Klammer wieder geschlossen wird. Damit habe ich einen Block geöffnet und hier unten wieder geschlossen. Das bedeutet, den Inhalt, nämlich diese drei Zeilen, sollte ich einrücken. Genauso hier, die geschweifte Klammer öffnet sich und schließt sich hier unten, darum wird der Inhalt eingerückt. Aber jetzt mal weg vom rein optischen zum Inhalt. Der Programmcode wird damit begonnen, dass eine Klasse Hello deklariert wird. Diese Klasse ist öffentlich. Das sehe ich an dem Wort public. Das bedeutet, dass auch andere Programmteile diese Klasse benutzen dürfen. Genaueres dazu gibt's im Kapitel Objektorientierung. In der zweiten Zeile ist eine Methode namens main angegeben. Eine Methode ist so eine Art Funktion, die man immer wieder benutzen kann. Ein Beispiel aus dem realen Leben dazu wäre koche Kaffee, denn das ist eine Methode oder ein Ablauf, den ich jeden Tag wiederhole. Mehr zu Methoden gibt's dann später im Kapitel Methoden. Wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, ist auch diese Methode öffentlich. Das bedeutet, wie vorhin auch, dass auf diese Methode aus anderen Programmteilen heraus zugegriffen werden kann. Außerdem ist diese Methode noch statisch. Das sehe ich am Schlüsselwort static. Was das jetzt genau bedeutet, wird auch im Kapitel Methoden erklärt. Das nächste Wort, das wir finden, heißt void. Void heißt im Englischen so viel wie nichts. Und warum steht das jetzt hier? An dieser Stelle gibt man normalerweise einen Rückgabewert an. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel eine Methode habe, die etwas berechnet, dann möchte ich ja das Ergebnis zurückerhalten. Dann müsste ich hier etwas anderes hinschreiben. Hier steht aber void, was so viel bedeutet wie nichts, das heißt, diese Methode gibt auch nichts zurück. Danach finden wir den Methodennamen, nämlich main. Der ist sehr wichtig, denn die main-Methode ist das erste, was das Programm aufruft. In der main-Methode steht also üblicherweise der Hauptablauf des Programms. Als nächstes findet man in der Methode einen Abschnitt mit runden Klammern. Hier werden der Methode sogenannte Parameter übergeben. Das bedeutet, dass die Methode Variablen bekommt, mit der sie arbeiten kann. Wenn ihr nämlich zum Beispiel an eurem PC eine Videodatei öffnet, dann öffnet sich der Videoplayer und in den Parametern hat er die Datei bekommen oder zumindest den Pfad, damit er auch weiß, was für eine Videodatei er überhaupt abspielen soll. Was wir hier finden in unserer Methode ist erstmal der Datentyp String und der Name der Variable args. Was ich hier etwas verkehrt rumgeschrieben habe, eigentlich würde man die eckigen Klammern zum Datentyp schreiben, macht jetzt in dem Fall aber nicht viel aus. Denn die eckigen Klammern sagen, dass es nicht nur ein String, also nicht nur eine Wortkette ist, sondern ein ganzes Array davon. Dazu aber später mehr. Und dann sind wir auch schon in Zeile 3, dem eigentlich spannenden Code. Hier finden wir dir die Methode println. Diese Methode bekommt als Parameter, nämlich hier, die Zeichenkette Hello World. Diese Methode println gibt
auf der Konsole die Zeichenkette Hello World aus. Das schauen wir uns später auch mal live an. Da diese Methode Printline aber in der ganzen Klasse nirgendwo deklariert wurde oder geschrieben wurde, muss sie ja irgendwo anders stecken. Und dazu müssen wir dem Programm sagen, wo diese Methode denn liegt. Das sehen wir hier. Die Methode Printline liegt nämlich in der Klasse System, in der Klassenbibliothek und dort innerhalb von Out. Und um diese Reihenfolge kenntlich zu machen, benutzt man den sogenannten Punktoperator. Zuletzt findet man hier im Code noch ein Semikolon. Das wird immer dann benutzt, wenn ein Befehl abgeschlossen ist. Und warum steht jetzt in den anderen Zeilen kein Semikolon? Naja, da befindet sich auch für Java kein richtiger Befehl, sondern nur das Öffnen und Schließen von Klassen bzw. einer Methode. Fürs Erste ist jetzt auch nicht wichtig, dass ihr alles bis ins kleinste Detail verstanden und euch gemerkt habt. Es geht jetzt erstmal darum, einen groben Überblick über das Ganze hier zu bekommen. Denn auf alle gerade genannten Sachen wird ja später nochmal genauer eingegangen.